Jo, moin, liebe Freunde, ich bin's wieder, euer Dennis am Start. Was geht? Willkommen hier zum Schreddersonntag. Ihr seht's ja auch gerade hier hinter mir, das Ding ist auch neu. Ja, was ich heute mitgebracht habe, ist so ein zwei Punkte. Und zwar, was mir besonders am Herzen liegt, ist als allererstes vielen, vielen Dank für aktuell 35 Abonnenten, Freunde. Das ehrt mich sehr. Vor allem ist es auch ganz gut, dass die Community auch dann steigert. Also richtig geil, Freunde. Also, ich schätze sowas. Vielen, vielen Dank. Einfach nur super, klasse, geil. Und ja, Punkt 2 ist halt, es geht um Donates und Fanshops. Sicherlich habt ihr mal auch oder öfters mal Streamer gesehen, die Donates bekommen, beziehungsweise rein in den Online-Shop von Fanartikel gesehen. Allerdings habe ich mal einen Tipp für euch, was vom Herzen kommt. Und zwar, wenn ihr jetzt sowas auch machen möchtet, am besten ist es erstmal zur Handelskammer zu gehen und das als kleine Nebentätigkeitsgewerbe anzumelden. So eine Anmeldung bzw. so ein Gewerbeschein kostet einmalig 20 Euro, Freunde. Also macht das auf jeden Fall unbedingt, weil es gibt nachher riesengroßen Ärger sonst. Und vor allem Punkt 2, halt wegen Online-Fanshop, ja. Da müsst ihr auch gleichzeitig zum Finanzamt dies auch anmelden. Ihr braucht eine Umsatzsteuernummer-ID. Ja, und vor allem müsst ihr einmal im Monat einen Bericht rüber schicken erstmal. Das ist ganz wichtig, die beiden Punkte, dass ihr das macht, weil ansonsten seid ihr nachher dran wegen Steuerhinterziehung, keine 19% gar und sowas. Ja, dann landet ihr im Bau. Das muss ja nicht wirklich sein, Freunde. Auf jeden Fall beachtet sowas, ne? Weil, jetzt Online-Shops zu eröffnen und halt dann an der Öffentlichkeit Ware zu verkaufen, ist quasi, ja, es unterliegt der Steuern halt leider. Und in diesem Sinne, Freunde, ja, mehr habe ich nicht zu labern. Viel Spaß jetzt mit dem eigentlichen Video von GTA Online. Schredderfest am Sonntag, also haut rein, ciao, euer Dennis und Chassis.